Guten Morgen, herzlich willkommen an Bord. Ja, ihr kommt gerade richtig, denn im Moment laufen wir gerade aus Tazacorte, La Palma, aus. Wenn ihr Episode 32 noch in Erinnerung habt, habt ihr die schönen Momente mit den Delfinen und der Walbegegnung schon gesehen. Der nördliche Wind war auf der Überfahrt nach Hierro schwach, mal kräftiger, einige Male musste der Dieselwind helfen. Bis nach El Hierro sind es ungefähr 60 Meilen, sodass man damit etwa 10 Stunden gut zurechtkommt. Das sind die ersten Eindrücke von El Hierro. Heute Morgen hatten wir kaum Wind. Motor an, Motor aus. Erst kurz vor Estaca erwischten wir dann doch noch ein Windfeld mit über 25 Knoten und reichlich Welle. El Hierro hat zwei Marinas. Wir entscheiden uns für den Fährhafen Estaca. Restinga im Süden ist reizvoller, aber auch kleiner und man kommt, je nach Windsituation, von dort schlechter wieder zurück ins Archipel. »2018 wurde der Fährhafen Estaca neu eröffnet. Er bietet guten Schutz vor dem Schwell des Atlantiks. Wir sind mit höchstens 2 Yachten die einzigen Gäste. Es gibt, außer einer kleinen Cafeteria im Fährterminal, keinerlei Infrastruktur in der direkten Nähe des Hafens. Zur Inselerkundung sind wir deswegen auf Bus oder auf unseren Leihwagen angewiesen.« Wir haben gerade das Bimini herunternehmen müssen, weil wir hier momentan um die 32 Knoten Wind haben im Hafen. Das sind Fallböen, die hier von diesen Bergen runterkommen. Die Kräfte sind extrem hoch. Im Nordwesten der Insel stauen sich die Passatwolken auf, mit feuchtem Nebel oder Regen. Im Süden bleibt es meist trocken und sonnig. Bei unserem ersten Ausflug lernen wir das Wetter kennen. Die Hauptstadt Valverde liegt 600 Meter über dem Meer und ist die einzige Inselhauptstadt der Kanaren, die nicht an der Küste liegt. Der dichte Passatnebel und die niedrigen Temperaturen lassen uns nicht lange hier verweilen. Besonders der Süden erinnert uns stark an Lanzarote. Der Eindruck der Ursprünglichkeit ist hier aber noch viel intensiver. We'll be right back.
In der Antike stellten die Kanarischen Inseln das westliche Ende der Welt dar. Daher legte man den durch Hierro verlaufenden Meridian als Nullmeridian fest. Erst 1884 wurde der Meridian von Greenwich als Nullmeridian offiziell. Heute steht hier der westlichste Leuchtturm Spaniens. Besonders aufgefallen sind uns die großen Kiefernwälder auf den Inseln. Diese besondere Art der Kiefer ist mit ihrer Pfahlwurzel besonders gut im vulkanischen Untergrund verankert. Bei Altbäumen ist die stark gefurchte und in schuppigen Platten aufgerissene Rinde bis zu 50 Schichten dick. Mit dieser Stammborke überstehen die alten Bäume die Waldbrände, weil sie im Feuer verkrustet. Die kleineren Äste und Nadeln können zwar verbrennen, aber die Bäume selbst bleiben intakt. Die schlafenden Knospen erwachen. Die kanarische Kiefer treibt danach am Stamm und an den Ästen wieder aus. Es gibt aber noch eine weitere Besonderheit, die diese Überlebenskünstler auszeichnet. Die im Vergleich mit anderen Kiefernarten enorm langen Nadeln lassen den an ihnen vorbeistreifenden Nebel kondensieren. Durch diese, auch Auskämmen genannte Art, Wasser zu generieren, machen die Bäume praktisch ihren eigenen Regen. Natürlich besuchen wir auch noch Restinga auf unserer Inselrundfahrt. Unsere frühere Einschätzung des Hafens wird bestätigt. Für sonnenhungrige Urlauber ist es allerdings ein wunderbarer Ort, um in Ruhe entspannen zu können. Seit einigen Tagen beobachten wir das lokale Wetter hier auf Hierro ganz besonders. Immerhin hoffen wir, etwas moderatere Winde zu bekommen, um bequem nach Teneriffa zurückzufahren. Es ist kurz vor 7. Ja, man sieht, dass es etwas hell wird. Die Fähre hat leider niemand Maschinen an. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe nicht, dass die jetzt gleich ausläuft. Aber wir sind soweit fertig. Es bläst momentan mit 21 Knoten. Natürlich nicht so ganz begeistert davon. Böen kommen hin und wieder. Wir müssen mal sehen. Wir warten jetzt noch ab, bis es ein bisschen heller wird. Tanker. Schaukelt da rum. Er geht jetzt hier in die Bier und deswegen können wir nicht auslaufen. Wir haben ein gutes Manöver gehabt, sind jetzt hier in der Hafenausfahrt. Sind zwar eine halbe Stunde mindestens zu spät durch diesen Tanker hier, aber dafür haben wir das Segel schon gesetzt. Das Großsegel steht schon. Sowieso gut aus der Estaca rausgekommen. Das Manöver war ganz so einfach, aber es ist alles gut gegangen. Wir sind jetzt hier draußen. Anderthalb Meilen vom Hafen entfernt und werden hier gleich mit 27 Knoten Wind aus 60 Grad empfangen. Es schaukelt ziemlich, aber wir kommen gut voran. Wir liegen bei 6 Knoten. Ja, ich hoffe, dass das heute einen guten Turn gibt. Wir sind gut vorbereitet und wir wissen, dass wir es heute mit drei verschiedenen Windfeldern zu tun bekommen.
die jeweils durch windschwache Zonen voneinander getrennt bleiben. Hier im ersten Windfeld geht es gleich richtig zur Sache und wir bekommen einen Vorgeschmack auf das, was vielleicht noch kommt. Höhe ist hier teilweise schon beeindruckend. Wir kommen uns vor wie auf der Achterbahn der Düsseldorfer Kirmes. Unterschied: Hier dauert die Fahrt erheblich länger. Fast weg, stimmt nicht, wir haben 2 Meter Welle. Es schaukelt ziemlich. Boah. Aber der Wind ist viel zu schwach. Kommt genau von vorne, die Maschine läuft. Die Segel haben wir mittig gestellt, damit wir wenigstens ein bisschen Stabilisation haben. Wenn wir hier rüberschwenken, sieht man im Dunst La Palma. Die Insel hier drüben, das ist La Gomera. Vor uns sehen wir mit dem Teide Teneriffa. Wir fahren genau auf den Teide zu. So, jetzt kommen wir in das nächste Windfeld rein. Nach 14,5 Stunden haben wir die 70 Meilen geschafft und einen guten Liegeplatz in der Marina del Sur bekommen. An den Liegeplätzen wird römisch-katholisch mit Muri-Leinen festgemacht. Hier schätzen wir besonders unsere stabile Bugleiter. Ohne sie hätten wir nämlich mit dem Heck zum Steg festmachen müssen, lägen dann Cockpit an Cockpit mit den Stegnachbarn. So ist es natürlich schöner und die Privatsphäre bleibt besser gewahrt. Von der Aussichtsterrasse des Hafenbüros hat man einen schönen Blick über den Hafen und das Meer. Die Strandpromenade grenzt direkt an den Hafen. Dort gibt es viele Bars und Restaurants. Abends ist es hier sehr angenehm. Der Yachthafen Marina del Sur liegt im Süden von Teneriffa und ist nicht weit von dem Flughafen der Insel Teneriffa Süd entfernt. Die Marina macht auf uns einen guten Eindruck. Im ersten Moment sind wir zwar etwas skeptisch, weil so viele Boote Touristenfahrten zum Whale-Watching anbieten.
Es ist tagsüber auch zeitweise etwas unruhig und quirlig, bevor die großen Katamarane zu ihren Fahrten mit den je nach Größe bis zu 80 Gästen in Hochstimmung auslaufen. Dann kehrt jedoch für 3 Stunden wieder Ruhe ein. Das ist Makrele, das ist der Bonito. Der vordere Bereich im Hafen gehört den Fischern. Die verkaufen ihren frischen Fang täglich hier direkt am Hafen in ihren aufklappbaren Marktständen. Wir sind gerade ausgelaufen und fahren ins erste Tageslicht hinein. Wir verlassen Teneriffa und der Blick auf den Teide ist heute Morgen besonders schön. Nach 1,5 Stunden erreichen wir das Windfeld zwischen den Inseln. Die Windanzeige schnellt in Höhen teilweise auf 38 Knoten hoch. Um mehr Höhe laufen zu können, lassen wir anfangs die Maschine noch mitlaufen. Heute haben wir es nur mit einem Windfeld zu tun. Aber die Windrichtung lässt heute keinen direkten Kurs auf Puerto Mulgan zu. Als der Seegang stärker und der Wind immer spitzer wird, fallen wir deutlich ab, bis wir aus der Starkwindzone heraus sind. Sieben Seemeilen vor Puerto Mulgan ist dann schlagartig der Wind weg. Unter Maschine nehmen wir nun direkten Kurs auf Gran Canaria. Puerto de Mulgan ist eigentlich der Fischereihafen des 12 Kilometer weit im Landesinneren gelegenen Ortes Mulgan. In den 1980er Jahren entstand nach einem Architektenentwurf um den Hafen herum ein romantischer Ort. Einige kleine Kanäle brachten dem Ort schnell den Namen Klein-Venedig oder Venedig des Südens ein. Bei der Bebauung wurde darauf geachtet, dass keine Häuser mehr als 2 Etagen haben, um den dörflichen Charakter zu erhalten. Größere Bettenburgen und Einkaufszentren findet man etwas außerhalb des Ortes. Von der geografischen Lage im Süden von Gran Canaria begünstigt, ist Puerto Mulgan ein Ort mit Schönwettergarantie. Schon bei unserem ersten Besuch mit dem Auto am Anfang unserer Reise haben wir Mulgan in die Liste der sehenswerten Häfen aufgenommen. Wir planen unseren Turn aber noch bis zurück nach Lanzarote und wissen genau, dass das ruhige Wetter oft nur lokal in dieser Gegend ist. 5 Meilen weiter draußen kann das schon ganz anders aussehen. Heute gibt es Thunfisch. Dann haben wir hier Bonito.
Bonito. Und das Ganze kommt jetzt mit auf Salat. Unseren schönen Kontaktgrill. Außerdem dazu einen frischen Salat, eine selbstgemachte Aioli und eine Vigo-Sauce. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Wenn man den Tuna aufschneidet, sollte er so aussehen. Mit ein bisschen Vigo-Sauce. Wissen ja die meisten nichts mit anzufangen. Vigo-Sauce. Lecker. Das zweite, was wir hier haben, ist Bonito. Bonito ist ein Fisch, der ganz ultra kurz nur auf den Grill darf, weil er sonst so fest wird, dass er wirklich nicht mehr essbar ist. Er darf wirklich nur Sekunden auf den Grill. Da ist der genial. Ja, ähnlich Tuna, ne? Tuna auch. Tuna, beim Tuna sieht man das besser. Und hier aber ähnlich. Ein ganz toller Fisch. Uns beschäftigt jetzt die Frage, für welche Route nach Arrecife sollen wir uns entscheiden. Klar ist, dass der Wind meistens von vorne kommen wird. Wir werden uns wohl zunächst nach Las Palmas durchmogeln. Dann haben wir zwei Optionen. Zum einen den großen Schlag an Fuerteventura vorbei nach Arrecife. Oder in kleineren Etappen über Gran Tarajal nach Lanzarote. Nun, wir wissen es jetzt noch nicht, aber in der nächsten Episode könnt ihr wieder dabei sein, wenn es zu unserem Saisonende nach Lanzarote geht.